sehe viele Gesichter, viele neue Gesichter, viele gewohnte Gesichter aus dem Kiez und anderen Teilen Berlins. Super, dass ihr da seid. Willkommen auch ihr da drüben. Ihr seid willkommen. Hallo. Danke an unsere treuen Freunde, dass ihr da seid. Und jetzt haben wir einen Beitrag vom Radio Berliner Morgenröte. Können wir zwei Mikros haben? Ist gut, dass er es jetzt einfällt. Test. Frag mal eins, die ja? Leute ja? von test, der Basisband. Du hast da auch eins? Warte mal, kannst du das Mikro mal ausprobieren? Also wie gesagt, während die ihre Mikros einstellen, haben wir hier seit einigen Wochen ein Hallo. Okay, du bist dran. Meins geht auch. Also wir sind immer für Überraschungen gut. Radio Berliner Morgenröte ist immer für Überraschungen gut. Das war jetzt die Technik. So. Alles tutti, wir haben alles im Griff. So. Kann man uns hören? Ja? Gut. Man kann uns hören, ja? Ja. Okay, alles klar. Nicht so hoch das Mikro. Und der Titel ist Affenpocken. Gut, perfekt. Affenpocken. Könnt ihr mich verstehen? Ja. Okay. Das freut mich. Also. Gut, okay, Radio Berliner Morgen holt ihr die kleine Gedankenspritze mit Pater Theo und mit Olaf Zacharias Skindeck. Es kann losgehen. Was hältst du von dieser neuen Aktion? Welche Aktion meinst du? Naja, Aktion Affenpocken. Gut, also Affenpocken, Schimpansenmasern, Murmeltierkrätze, eins so gut wie das andere. Die kaufen doch inzwischen eh alles. Aber Affenpocken, ich bitte dich. Das klingt doch total albern. Das soll albern sein? Mann, die haben Annalena als Außenministerin und Karl als Krankheitsminister gefressen. Da haben wir erstmal die Knie geschlottert. Aber seit wir das durchhaben, weiß ich, dass alles möglich ist. Und Affenpocken, ja, das ist richtig gut. Die hören das Wort einmal und haben sofort Bilder im Kopf. Horrorfilme, wie sie sich allmählich in Affen verwandeln. Wie das Gehirn auf Erbsengröße schmilzt und sie sich die Läuse aus dem Fell pulen und in den Mund stecken. Schwangere stellen sich vor, sie gebären Kinder mit Affengesichtern. Ein Traum. Die werden uns aus den Händen fressen, du wirst sehen. Ich kann mir das kaum vorstellen. Ich meine, die Bilder, die wir in die Medien gestellt haben, waren ja alle total veraltet. Die kriegen das sofort raus. Mann, du bist schon so blöd wie die. Ich bin nicht blöd, ich bin vorsichtig. Hast du nichts gelernt? Wir sagen Abstand. Die halten Abstand. Vor den eigenen Kindern. Genial. Wir sagen Serviette vor dem Mund. Die binden sich eine Serviette vor dem Mund. Wir sagen OP-Maske, die ziehen ruckzuck die OP-Maske auf. Wir sagen FFP-Maske, die ziehen FFP-Maske auf. Auch ihren Kindern. Wir sagen antreten und Spritze reindrücken. Die drücken sich und ihren Kindern, sogar Fünfjährigen, die Spritze rein. Also, ich habe meine Kinder auch geimpft. Du hast Kinder? Ja, einen Sohn und eine Tochter. Aber nicht mehr lange. Was? Ha, Spaß. Ihr habt aber nicht das echte Zeug genommen, oder? Wie meinst du das? Vergiss es. Also ich erkläre es dir ganz langsam. Grippemäßig sind die abgestumpft. Die brauchen eine neue Angst. Wir haben mit diesen alten Archivbildern Angst vor Entstellung geschürt. Wieder eine Urangst. Bist du entstellt, wirst du ausgegrenzt. Ohne deinen Rudel überlebst du nicht. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie geil das ist. Und wie geil das funktionieren wird. Entstellung bedeutet für viele, als lebender Toter durch die Welt zu kreuchen. Gibt es denn Impfstoff? Impfstoff? Ja, also Impfstoff gegen Affenpocken. Ach, du meinst das Zeug, was wir als Impfstoff denen verkaufen? Ja, klar. Wir arbeiten schon länger an dem Projekt. Alles vorbereitet auf dem G7. Aber das war nur das Vorspiel. Hey, denk dran, dir rechtzeitig Aktien zu besorgen. Die gehen nach den Meldungen ab wie Schmidts Katze. Aber wie gefährlich ist das Ganze denn wirklich? Naja, für Ungeimpfte sollte das relativ harmlos sein. Was dich und deine Kinder betrifft, da ist das Immunsystem ja schon geschwächt. Scheiße. Verdammt. Hey.
Nur Mut. Du solltest bei der nächsten Impfung einfach nicht selber glauben, was du den Leuten erzählst. Dann hat deine Familie gewisse Überlebenschancen. Wirklich? Wirklich? Danke. Wird es Widerstand in der Bevölkerung geben? Na klar, die üblichen Verdächtigen. Um die kümmert sich wieder die Presse und die Faktenchecker. Also bleib cool und besorg die Aktien. Und hey, wenn du ein Testament schreibst, vergiss nicht, wer immer zu dir gehalten hat, ja? Umarmung? Hä? Wie? Ja, na komm her. Ja, ja. Dankeschön.